wieder mal herzlich willkommen bei Ains Chaos Kessel. Heute möchte ich mit euch leckere Brötchen backen. Bei uns gibt es heute Brotzeit. Das Rezept ist von Ikos Blog. Einfach da Brötchen eingeben, dann findet ihr das Rezept schon. So, ihr kennt mich, wir legen auch immer gleich los. Und zwar fangen wir an mit 300 Gramm Wasser. In den Mixtopf. Und einen halben Würfel Hefe. Das habe ich schon gemacht, weil der gefroren war. So, das Ganze geben wir jetzt für 2 Minuten 37 Grad. 2 Minuten 37 Grad auf Stufe 2. Und dann sehen wir uns wieder. Und weiter geht's gleich mit Dinkelmehl. Und zwar brauchen wir 250 Gramm Dinkelmehl, den 630er habe ich hier. Machen wir mal die Waage. So. Ich denke mal, das macht nichts. So, dann geben wir noch 250 Gramm Weizenmehl dazu, 405er, das ist Zufall. Hoppla, machen wir auf 500 voll. Boah, ich bin schon wieder am Schlabbern, ey, das ist doch nicht normal, oder? Na komm schon. 95, so, 500. Dann kommen dazu 2 Teelöffel Salz. 1, 2. Und dann brauchen wir 1 Teelöffel Backmalz. Dann geben wir das mal dazu. Und das Ganze werden wir jetzt 5 Minuten... So, machen wir das mal zu. 5 Minuten auf die Knetteigstufe. Dann sehen wir uns gleich wieder. Na, das habe ich immer. Das ist ja furchtbar. So, unser Teig ist fertig. Ich habe mir eine Schüssel vorbereitet und mit Mehl ausgestreut, denn der Teig, der wunderbar aussieht, guckt mal, kommt jetzt in die Schüssel. Ich benutze wie immer meine Teigblume dazu, um mir den Teig rauszuholen, denn dann geht das alles viel einfacher. Und da kommt der Teig auch schon. So, guckt mal, da ist überhaupt nicht mehr viel drinne. Was auch gut so ist, das, was ich jetzt noch rauskriege, hole ich raus. Und das andere lasse ich aber dann drin. Ich bin jetzt nicht so die absolute Kratzerin. Aber was geht, das geht, ne? So. Oh, der Topf ist ganz schön schwer nach der Zeit zu haben. So, ich denke mal, das ist okay. So, jetzt lasse ich den Teig eine Stunde lang, so sieht er jetzt aus, gehen. Ja, und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Bis gleich. Guckt mal, wie schön mein Teig gegangen ist in der eine Stunde. Ist das nicht sagenhaft? Ich finde das immer schade, dass der jetzt wieder gefaltet wird und. Aber alle, die schon bei Ikor waren, die wissen, der Teig wird jetzt aus der Schüssel geholt. Und kommt dann auf eine bemehlte Platte, was wir jetzt auch machen. Und wird dann wie eigentlich fast alle Teige bei Ikos Blog 10-mal gefaltet. So,
Das machen wir jetzt nun auch. Ich bringe gerade noch mal einen Teller mit, den brauche ich nämlich gleich. So, ich bemehle mir meine Finger so ein bisschen. Ich schiebe den Teig mal in die Mitte, dass ihr was seht. So, der muss jetzt tatsächlich noch mal, wie ich vorhin schon erwähnte, 10-mal gefaltet werden. Einmal. Und immer mit Mehl. 2-mal. Uns klebt das nämlich wahnsinnig an die Finger. 3-mal. Ja, das machen wir jetzt bis 10-mal. Und dann werden wir uns auch direkt 10 gleiche Teigstücke herrichten und die Brötchen formen. Wenn ich die 10 gleichen Teigstücke habe, hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, da liegen meine gleichen Brötchen. Das sind jeweils 78 bis 80 Gramm. Ich habe mir hier schon mal meine Pfanne mit dem Backtrennmittel eingefettet. Die brauchen wir gleich. Das ist zur Vorbereitung. Und jetzt formen wir die Brötchen. Man sagt ja so schön, dass die Brötchen dann ja geschliffen werden. Und ja, ich versuche das jetzt mal so schön wie möglich zu machen. Schöne, runde, lange, ovale Brötchen zu kriegen. So finde ich, sehen die gut aus. Und lege die mir so in eine Pfanne. Und das machen wir jetzt natürlich mit alle 10. Ich tue noch mal ein bisschen Mehl auf die Platte. Ich schaue euch mal ein bisschen zurück, dann seht ihr besser. So. Und ich habe tatsächlich jedes einzelne Stück abgewogen. So. Ja, und das machen wir jetzt erstmal mit alle 10 Brötchen. Und wenn wir das haben, sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, so sehen meine Brötchen aus. Ihr seht, die Mitte ist die beste geworden. Da hatte man das so ein bisschen im Griff. Jetzt wird das normalerweise mit Wasser eingesprüht. Ich habe leider keinen Sprüher und ja, ich glaube, selbst damit nichts. Ich mache meine Finger nass und streiche das mal einmal so drüber. Ich denke, das mache ich ja mit dem Brot auch so. Das ist schon okay. So. Viele denken jetzt, ah, hast du doch bestimmt für Blumen. Nein, habe ich nicht. So, jetzt haben wir Wasser drüber und jetzt kommt noch ein bisschen Mehl drüber, nicht zu viel, sonst haben wir nachher Mehlbrötchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch noch Kerne drüber geben, Mohn, Sesam, was auch immer. Ich mache es jetzt mal nicht, denn jetzt schneiden wir die Brötchen noch mal ein Stückchen ein. Ich nehme wie immer mein geliebtes Brötchenmesser. Das ist für mich einfach was, was am besten geht. Ich mache das auch nicht ganz so tief, sondern wirklich nur so ein Stückchen. So, das ist jetzt nicht so scharf, glaube ich. Ich muss mal ein anderes Messer nehmen. Ja, das machen wir jetzt an alle Brötchen und dann hole ich euch noch mal kurz dazu, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So sehen meine Brötchen dann jetzt aus. Jetzt kommt ein Deckel drauf und dann kommen die in den kalten Backofen bei 240 Grad Ober-Unterhitze für 30 Minuten in den Backofen. Dann holt ihr die raus, guckt mal, ob die Farbe für euch okay ist. Falls nicht, könnt ihr immer noch mal den Deckel ablassen und noch mal kurz nachschieben. Ja, meine Lieben, wenn die fertig sind, gibt es noch mal Fotos. Ich zeige es euch später noch mal. Dann bis gleich. Ihr Lieben, das ist dann das Endresultat. Ich finde, die sehen sehr, sehr lecker aus. Ich habe tatsächlich, nachdem ich nach 30 Minuten den Deckel abgehoben habe, waren die uns noch zu hell. Ich habe einfach Deckel runter und habe nochmal insgesamt 5 Minuten nochmal nachbacken lassen. Und so sind die genau für uns richtig. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, hat euch mein Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Besucht mich bei Facebook unter Ellens Chaoskessel. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Ciao, eure Ellen. Und nicht vergessen, Fotos vom Innenleben folgen. Ciao.